Die Bundeszentrale für politische Bildung, der Arbeitsplatz von Katrin Jansen, geborene Behrens. Hier hätte sie glücklich werden können. Ein reiches Arbeitsleben in goldener Fülle hätte hier möglich werden können. Doch Katrin hat sich für die neue Welt, die Weiten des amerikanischen Westens entschieden. Für sie, für ihre neuen amerikanischen Freunde, wollen wir hier noch einmal zeigen, wie schön es hätte sein können, wenn, ja wenn, Katrin geblieben wäre. Und was wurde nicht alles getan, um diese verdiente Mitarbeiterin der Bundesrepublik Deutschland zu halten? Das Arbeitsleben wurde ihr mit allen Annehmlichkeiten, die die Staatskasse hergab, versüßt. Gleich morgens früh, wenn Katrin zur Arbeit kam, wurde sie aufs Allerherzlichste und Freundlichste begrüßt. Den bestmöglichen Arbeitsplatz haben wir ihr geboten, aber es war ihr nicht genug. Auch die üblichen Managementvergünstigungen wie warmes Essen am Arbeitsplatz und Entspannungsraum konnten sie nicht überzeugen. Die BPB hat nun ein großes Problem und selbst die Intervention hochgestellter Persönlichkeiten konnte hieran aktuell leider nichts ändern. Auch wenn man sich höheren Ortes des Problems Katrin ist weg angenommen hat. In diesem Zusammenhang ist vollkommen klar, dass wir vor allen Dingen Fachkräfte brauchen. Es fehlt eine hohe Zahl von Fachkräften und diese Situation wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen. Und deshalb hat sich die Bundesregierung dieses Problems angenommen. Es hat alles nichts genützt. Sie ist weg. Weg! Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Ja, davor war schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Ich schlaf es nicht ab. Was ist daran schlimm, dass ich jetzt nicht mehr der Man für sie bin? Da sitz ich und kack mich zu und beginn zu denken, dass ich keine andere finde. Die eine ist weg, na und? War sie für dich nicht nur Mittel zum Zweck und Grund, tja, sich hinter ihr zu verstecken? Andere abzuchecken war tabu und jetzt kommst du. Wie gesagt, das ist krass, dass ich dachte, ich verpasse was, wenn ich die Finger von den anderen lass. Was ich mache, denn ich dachte, diesen Spaß gibst du dir, wenn du die eine nicht mehr hast. Und jetzt, was? Jetzt ist sie weg und ich versteck mich kläglich, hab keine Lust auf andere, also leck mich. Sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Und davor war schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Baby, und ich bin wieder allein, allein. Ich erinnere mich, wir waren beide verdammt cool. Doch innerlich raffte ich, spinne ich null. Denn wann immer ich dachte, ich tu alles für sie, war was immer ich machte für mich irgendwie. Mit dieser Philosophie fuhr ich einwandfrei, sorgenfrei an ihr vorbei. Schätze, bin ein bisschen hochgeflogen, ungelogen. Und hab sie dabei mit mir selbst betrogen. Kluge Worte, was? Hinterher weiß man immer mehr. Doch so sehr ich mich auch dagegen wehr, bleibt es schwer, aber wahr, ich bin leer, sie ist nicht da. Klar. Ja, ja, wunderbar, wunderbar. Tolle Rede, Mann. Hör ich dich nicht mal sagen, dich ist jeder dran. Und jetzt schau dich an, wo bist du hingekommen? Ich sag's euch, sie ist weg und hat mich mitgenommen. Yeah. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein.